Grüß euch, ich bin der Alex. Tja Leute, schon langsam neigt sich das Jahr dem Ende zu. Und das ist auch der Grund, warum ich heute kein Survival-Video mache. Stattdessen sollte es eher ein Unterhaltungsvideo werden. Ich bin jetzt nicht lange auf YouTube dabei, sondern erst seit kurzem. Aber ich denke, es sollte reichen, um euch einen gewissen Einblick bei meinen Videos zu geben. Ich möchte euch Hoppalas oder lustige Sachen zeigen, die sich beim Drehen meiner Videos ereignet haben. Aber Situationen, die nicht gleich auf Anhieb funktionierten, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Ich liebe es, in der Natur unterwegs zu sein. Ich interessiere mich für Survival und alles, was mit dem Thema zu tun hat. Eine weitere Leidenschaft von mir ist es auch, die Wildtiere zu beobachten und das Filmen. Und so kam es dann, dass ich auch mit der Zeit meine eigenen Survival-Videos drehte, aber allerdings nur für mich privat. Die Idee, sie jetzt in YouTube einzustellen, den Gedanken hatte ich damals auch noch gar nicht. Und so drehte ich eine Zeit lang meine eigenen Survival-Videos, die mir auch recht gut gefallen haben. Mein Survival-Wissen habe ich aus den verschiedensten Büchern und natürlich auch vom Fernsehen. Am meisten gefallen mir da die amerikanischen Sendungen, da man auch sehr viele andere Techniken kennenlernt. Da es aber Survival mit der Zeit immer beliebter wurde, kam mir dann einmal der Gedanke, vielleicht einmal ein Video in YouTube einzustellen. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, ob ich das machen sollte, und schließlich habe ich mich dann dafür entschieden. Das Ziel meiner Videos ist, den Menschen die Natur näher zu bringen, euch zu unterhalten und Wissenswertes über die Natur zu vermitteln. Aber auch den Anfängern unter euch, die sich für Survival interessieren, die es gerne trainieren wollen, nachmachen wollen, sollen meine Videos eine kleine Hilfe sein. Daher gebe ich mir auch sehr viel Mühe, die Technik in meinen Videos so gut ich kann zu erklären und herzuzeigen. Für gewöhnlich schreibe ich mir immer meinen eigenen Text einmal zusammen, damit auch wirklich alles enthalten ist, was ich in einem Video über ein bestimmtes Thema eben sagen möchte, damit ich nichts vergesse, damit ich wirklich Dinge anspreche, die auch wirklich wichtig sind. Und da schreibe ich mir dann alles so auf einen Zettel. Das kann aber auch sehr hilfreich sein, wenn man zum Beispiel jetzt einmal den Text vergessen hat, dass man dann auch schnell wieder nachschauen kann, was man eigentlich sagen möchte, sollte man den Faden verloren haben. Was bei mir allerdings recht häufig passiert, denn sobald ich den Aufnahmeknopf der Kamera drücke, habe ich dann schon wieder den Text vergessen. Aber seht selbst! Grüß euch, ich bin der Alex. Heute möchte ich mir einen Grabstock herstellen. Der Grabstock ist für uns hier heraus in der Natur enorm von Vorteil, da er uns erstens einmal sehr viel Arbeit abnimmt, uns die Arbeit erleichtert, und vor allem ist er auch vielseitig einsetzbar. Das gibt's doch nicht. Grüß euch, ich bin der Alex. Heute möchte ich mir gerne einen Grabstock herstellen. Der Grabstock ist für uns hier heraus sehr... Grüß euch, ich bin der Alex. Heute möchte ich mir gerne einen Grabstock herstellen. Der Grabstock kann für uns hier heraus in der Natur enorm von Vorteil sein, da er vielseitig einsetzbar ist und uns die Arbeit extrem erleichtert. Grüß euch, ich bin der Alex. Heute möchte ich mir einen Grabstock herstellen, und zwar aus... Grüß euch, ich bin der Alex. Heute möchte ich mir einen Grabstock herstellen. Der Grabstock hat für uns hier heraus... Meinen Grabstock, den möchte ich heute aus einer Hasel herstellen. Oder aber auch, wenn wir ein Loch graben müssen, um aus bestimmten Gründen unsere Ausrüstung zu verstecken. Dabei ist auch zu beachten, das Holz so zu wählen. Grüß euch, ich bin der Alex. Heute möchte ich mir einen Grabstock herstellen, und zwar aus...
Na dann, los geht's. 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 Ich habe jetzt den Faden verloren. Und Kopfstöße, also Richtung Scheinbisse, ist einfach zum Scheißen. Aber auch weit entfernt von Gewässern sind sie anzutreffen, wie zum Beispiel Steinbruch und... Sie bevorzugen... Das liegt daran, dass im Zuge von... Die... Leider ist sie aber in Deutschland, das gefällt mir ganz einfach nicht. Das ist ein... Ich möchte euch jetzt noch einen weiteren Ausschnitt zeigen. Einen kleinen Ausschnitt, und zwar geht es um das Feuer machen. Da war ich recht früh unterwegs in der Nähe eines Flusses und habe eben meine Sachen vorbereitet zum Filmen. Und als ich da gerade mein Stativ mit der Kamera aufgebaut habe, hat sich ein Schmetterling direkt auf meine Nase gesetzt und der macht überhaupt keine Anstalten mehr wegzufliegen. Aber seht selbst. Ja, in den nächsten Ausschnitten, die ich euch zeigen möchte, geht es um die Föhre. Da habe ich ein Video gemacht über die Föhre, wie man sie nutzen kann, was man alles nutzen kann. Und ich habe mir davor dann ja so Triebspitzen einer Föhre genommen und habe die eben gegessen. Das ist ja auch im Video dann zu sehen. Allerdings blieb dann so eine Föhrennadel in meinem Hals stecken. Das habe ich am Anfang aber gar nicht bemerkt. Und als ich dann angefangen habe zum Filmen, habe ich dann eben, einen Hustenanfall bekommen. Das war eben dann diese Föhrennadel, die hat mir das Filmen etwas erschwert. Und an diesem Tag, das war übrigens auch noch die Föhre, da habe ich dann endlich meinen Text fast zu Ende gesprochen. Just in diesem Moment ist ein Flugzeug über mich hinweggeflogen. Und das Lustige ist, es fliegt sonst nie wirklich dort ein Flugzeug. Also der wird wohl gewusst haben, dass der Alex gerade jetzt sein Video drehen möchte, und der wollte mich bestimmt ärgern. Grüß euch, ich bin der Alex. Ich bin wieder mal jetzt unterwegs gewesen in der wunderschönen Natur. Ich bin jetzt wieder so richtig gemütlich durch den Wald spaziert und ich bin jetzt an ein paar Fichten. Ich bin da jetzt gerade so durch den Wald spaziert und habe da eine interessante Entdeckung gemacht, das würde ich euch gerne zeigen. Und zwar diese Föhre da hinter mir. Nein, das stimmt nicht so ganz. Grüß euch, ich bin der Alex. Das war eine Föhre. Eine kleine Nadel, die habe ich jetzt noch verschluckt. So, okay, weiter geht's. Grüß euch, ich bin der Alex und wird so circa an die 200 bis 300 Jahre alt.
Wir können es zum Beispiel in Salate beimischen, das schmeckt wirklich echt lecker. Oder wir können es eben essen wie ein Gemüse. Jetzt muss ich Stopp machen, weil jetzt gerade fliegt ein Flugzeug vorbei. Ich hoffe, der stürzt nicht ab. Okay, das Flugzeug ist vorbei, jetzt fangen wir noch einmal an. Grüß euch, ich bin der Alex. Oh nein, bitte nicht. Shit, 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 shit. Ach Gott. Und mit ruckartigen Bewegungen versuche ich dann den Feuerstahl zurückzuziehen. Harz hält sehr lange die Flamme. Jetzt kriege ich das Harz nicht runter. Man riecht schon die Schärfe, die sich in der Wurzel befindet. Ja, und wow. Echt cool. Wow. Also Leute, der hat's wirklich in sich. Wow, ist der scharf. Ja, der geht wirklich eine. Wow. Nicht schlecht. Ja, das war wirklich lustig. Aber ja, so ist das nun mal, wenn man draußen ist in der Natur. Man will ja auch schließlich was erleben. Man will Spaß haben. Und ja, da gehört das eben auch dazu. Und das Filmen macht ja auch einen Riesenspaß. Es passieren halt immer wieder lustige Sachen und ja, ich bin eigentlich froh darüber. Okay, wir sind schon... Ja, die Fliegen. Es sind auf einmal lauter Fliegen hier. Okay, wir sind schon am Ende des Videos angelangt. Bevor ich mich jetzt bei euch verabschiede, gibt es noch jemand anderen, der sich bei euch verabschieden möchte. Und ihr kennt ihn bestimmt. Und ja, er hat daraus wieder mal ein Gedicht gemacht. Ein Gedicht, das sehr weise ist. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Doch denkt nicht, ich gebe Ruhe. Vieles muss ich euch noch lehren. Über Kräuter, Saft und Beeren. Mein Wissen ich in Reimen fasse, dessen Inhalt sich besser merken lasse. Gebt auf euch Acht und bleibt gesund. Nascht nicht zu viele Kekse, sonst werdet ihr rund. Trinkt ihr zu viel am Silvesterabend, einen Kater im Kopf werdet ihr dann haben. Schöne Weihnachten
und ein gutes Jahr wünscht euch der Alte mit dem grauen Haar. Okay, wir sind schon am Ende des Videos angelangt und ich hoffe, diese kleine Unterhaltung, dieses kleine Unterhaltungsvideo hat euch gefallen. Ich möchte mich bei meinen Zusehern und Abonnenten recht herzlich bedanken. Ich wünsche euch alles Gute, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder mit neuen Themen. Ich freue mich schon riesig darauf. Macht es gut und bis demnächst.